Wiesinger und Attil gleich in der Arantxa-Show. And the Call of Duty Band. Mein heutiger Gast, einer der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Schauspieler, der das große Glück hatte, gleich mit seinem allerersten Film vor einigen Jahren, Kleine Haie, sozusagen ganz hoch in die Karriere einzusteigen. Und jetzt hat er seine Liebe zur Fotografie professionell ausgebaut. Die erste eigene Ausstellung in einer renommierten Galerie in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Kai Wiesinger. Die Haarfarbe ist nicht die Haarfarbe, mit der wir dich seit vielen Jahren kennen und gerne sehen. Nee, aber auch die hat sich verändert. Also ich meine, selbst die Originale wäre jetzt ungefähr wie deine, mit noch ein paar dunklen Strähnchen versetzt. Und jetzt hatte ich das große Glück, gerade einen Film zu drehen, in dem ich den Sohn von Manfred Zapatka spiele. Oh. Und der war früher halt auch blond. Ja. Und deswegen habe ich jetzt immer noch diese blonden Haare. Worum, was ist das für eine Rolle? Worum geht's? Das ist so ein Drama von einer Familie, letztlich Vater-Sohn-Geschichte auf einem Gletscher, die den toten Bruder von mir in dem Fall suchen, der vor 20 Jahren in einer Spalte gestürzt ist. Und ja, geht hoch her im wahrsten Sinne des Aber Wortes. Aber kalte Dreharbeiten, oder? Sehr kalt, ja, sehr windig. Wobei, wir haben auf dem Mölltal-Gletscher gedreht in Kärnten. Und es war oft sehr schönes Wetter. Und wir hatten um uns herum jede Menge Nebelmaschinen, die immer alles so eingenebelt hat und man suchte sich, und wenn der Wind dann drehte, dann stand man nebeneinander und gesagt, oh shit, cut. So, also ist ja da. Also dann wieder neu eingenebelt. Ja. Und so. Das war schön. Gut, also das ist ein Fernsehfilm, ARD, ZDF? Das ist ein Fernsehfilm fürs ZDF, kommt im Januar. Im Januar. Und das ist der Katalog für deine Ausstellung? Das habe ich mir nie träumen lassen, dass man als Schauspieler eines Tages auch mit so, na, manche schreiben ja ihre Biografie, aber dass man mit einem Buch ankommt und so ein Bauchladen was verkaufen will. Ja, ich hatte jetzt das große Glück, dass ich habe immer fotografiert, als ich jetzt wieder zur Fotografie zurückgekommen bin, dass ich eine Galerie gefunden habe, Goyer und Breckner in Düsseldorf, die hervorragende Leute vertreten und netterweise auch mich jetzt. Nennen muss ich die Namen, wen die sonst noch vertreten? Naja, da ist zum Beispiel ein Christo oder Markus Lüppertz. Millionen Mark, werden für diese Öcker, Werke halt, gezahlt, Alles Leute, die jetzt mit diesen Ballerspielen nicht viel zu tun hatten, eine andere Kultur. Ja, aber machst du solche Spiele? Überhaupt nicht. Gar nicht. Also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde, ich habe durch meine Töchter jetzt so einfache Computerspiele kennengelernt, in denen ich aber auch sehr schlecht bin, wo man eigentlich nur sein Handy neigen muss und dann springt irgend so ein komisches Ding irgendwo rauf. Oder man muss immer so machen, damit man vor irgendwelchen Affen wegrennt, und dann macht man wieder so im Zug und sitzt stundenlang so. Und meine Tochter meinte, das kennst du nicht, das ist ein Klassiker. Ja. Also ich bin da nicht in dem Metier. Können wir mal ein paar Bilder sehen, ein paar Fotos, sehr damit gerne man sich einen Eindruck macht? Mach ich das oder du? Ja, mach oder du das, weil du wirst ja eine Auswahl. Ich wurde gebeten, hier sowas, welche Kamera hält man das denn? Welche da du willst, wir können alle drei also geht wechseln. Die Ausstellung heißt Creep. Vielleicht ein bisschen kippen, das kenne ich so, wenn ich sage, damit Spiegel, die Spiegel, ja genau. Ja. Es geht dabei letztlich um etwas, was wir als Menschen so vielleicht nicht wahrnehmen, wo ich aber glaube, oh Gott, das ist aber schwierig hier. Ist das eine nackte Frau? Das ist eine nackte Frau. Ja. Es geht um das, was wir eigentlich nicht sehen, was Menschen aber, glaube ich, auch sind. Was hat mit Quantenphysik auf eine Art und Weise zu tun oder Gehirnforschung, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen und glauben, sicher zu sein, dass alles so ist, wie wir es sehen, mit unseren Sinnen. Inwiefern hat das mit Quantenphysik zu tun? Ja, wenn man sich mit Quantenphysik ein bisschen beschäftigt, dann stellt man ja fest, dass eigentlich das, was wir glauben, was physikalisch unsere Welt, das ist ja schwierig, was unsere Welt letztlich ist, unsere physikalischen Gesetze, die enden halt im Weltall. Auf der einen Seite stimmt es nicht mehr, und im ganz kleinen, im quantenphysikalischen Bereich stimmt das eben auch alles nicht mehr. Also nichts ist so, dieses Glas steht ja in echt nicht auf diesem Tisch, sondern es ist, ein Atom stimmt schon gar nicht mehr in unserer Vorstellung, wie wir denken, dass ein Atom wäre, dass da irgendwo etwas Festes ist und dass es letztlich alles nur Energie ist, Energiefelder, und nichts sich wirklich berührt. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auch irgendwann dazu zu sehen, dass das, was wir so sehen, unter Umständen gar nicht das ist. Aber das muss man ja alles sozusagen nicht studiert haben oder gelesen haben, um Spaß und Freude an deinen Bildern zu haben. Überhaupt nicht. Das ist mir auch total wichtig. Also ich finde das auch ein so komplexes, schwieriges Thema.
diese Bilder funktionieren, glaube ich, für jemanden, der sich damit auseinandersetzt, genauso gut wie für jemanden, der einfach nur Spaß an einem schönen oder interessanten Bild hat, was einem irgendwie was gibt. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Kunst. Und kann man die Bilder auch kaufen? Die Bilder kann man auch kaufen. Kannst du da so einen Preis nennen? Nee, da müsste man sich dann an die Galerie Goyer-Bregner wenden. Also das ist auch was, damit habe ich echt nichts zu tun. Ich mache die Fotos und das sind die Fachleute, die sich dann darum kümmern. Sowas. Aber das heißt, du fotografierst im Grunde die Frau und dann wird das hinterher von dir bearbeitet? Nee, das Foto. Überhaupt nicht. Ach so? Also diese Bilder sind komplett unbearbeitet. Also wir haben es ja schon gezeigt, sind komplett unbearbeitet. Ja. Die sind so fotografiert, wie man sie hier sieht. Und viele Leute denken, es wäre bearbeitet. Ja. Aber wie werden die dann so? Also ich meine, bei mir sah es früher auch so aus, aber ich war... Ja, das war schon toll. Nein, weißt du, es war früher, wenn man ein Bild verwackelt hat oder so, mit dem alten Film. Ja, was ist die Technik, dass das Bild es ist eine Technik, die hat schon, das hat Jahre gedauert, bis ich irgendwo da gelandet bin. Das hat schon sehr viel mit Bewegung zu tun, mit Belichtungszeiten, mit der Art des Lichtes. Und das ist ein Zusammenspiel aus dem, was die Modelle tun und dem, was ich tue, wie sich das bewegt. Und genau darum geht es, glaube ich, dass es... etwas wahrgenommen wird, was da ist, aber was man so nicht sieht, weil die Bewegung einfach als solche nicht wahrgenommen wird. Unser Gehirn rechnet das ja immer für uns schön. Also ich kann dich ja die ganze Zeit als dich erkennen, auch wenn ich so mache, siehst du für mich immer aus wie Harald Schmidt. Ja. Aber in echt nimmt mein Auge ja was anderes wahr. Also ja, es ist extrem komplex. Ja, das stimmt. Ja. Das war auch, ich bin befreundet mit einem Pharmavertreter und da haben wir das teilweise auch, einfach wenn wir lecker bei ihm zu Hause uns was einwerfen oder so. Ja. Aber das ist, ich ahne, was du meinst, aber ehrlich gesagt, wenn ich versuche, mir das vorzustellen, so, da wird mir ganz schwindelig. Ja, auch, dass dieses das muss man auch gar nicht, das ist auch alles Quatsch. Nein, es ist nicht Quatsch, ich weiß, dass sich viele damit beschäftigen. Nein, aber das Ganze drüber reden ist einfach sehr schwierig, wenn man es selber gerade erst so ein paar Jahre gelesen hat und das nicht wirklich so wie ein Einstein erklären kann, dann finde ich das immer sehr schwierig. Ich glaube, das Entscheidende ist an diesen Bildern, entweder wie bei jeder Kunst, es gibt einem was, es stellt einem unmittelbar. Fragen. Unmittelbar. Und es ist von meiner Seite aus eine sehr emotionale Fotografie, die mich begeistert. Ja. Wenn es jemand anders auch so geht, schön, wenn nicht, soll er sich was anderes angucken. Anschauen, Galerie, wie heißt du nochmal bitte? Goyer und Bregner in Düsseldorf. Goyer und Bregner in Düsseldorf. Und man kann die Fotos kaufen. Das ist Verhandlungssache mit dem Galeristen, der ordentliche Prozente einsteckt. Wie das geht jetzt erstmal auch in Museen und so weiter. Das geht dabei gar nicht darum, dass man immer mit einem 500, was haben die eingenommen? Die Computerspiele, das will ich jetzt auch machen. 500 Millionen, wenn ich richtig gelesen habe, am ersten Tag. Ja, ist ja fantastisch. Ja, das ist absolute Wahnsinn. Ja, da sind wir ganz weit weg von. Also, aber wir arbeiten hin. Aber es geht schneller, als man denkt. Ja? Ich versuche das. Plötzlich heißt es Kai Wiesinger, der teuerste lebende Fotograf. Puff. Irgendwie. Ja, dann komme ich wieder in die Sendung. Ja, dann kommst du wieder in die Sendung und da bringst du für Charity hier eins mit. Für Realschüler aus Hilden oder so. Ja.